Ja, hallo liebe Pfeifenriege hier auf YouTube. Das Wochenende ist vorbei und ich denke, das Wetter hat nicht ganz so mitgespielt, wie wir das gerne gehabt hätten. Aber naja, mal gucken. Wir haben ja erst April, bald ist der Mai da und ich denke, dann wird das Wetter auch wieder besser. Mein heutiges Video etwas unverhofft. Weil es hat sich was ergeben, was ich oder wo ich eigentlich gar nicht mehr mit gerechnet habe. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit, vor längerer Zeit schon ein Video angeschaut und da hatte jemand eine kleine knubbelige Pfeife. Und ich dachte, oh, die sieht aber schick aus. Dazu war sie noch rustiziert. Und machte auf mich den Eindruck nach dem Motto, die hätte ich auch gern. Ich fand sehr schnell raus, dass diese Pfeife aus dem Hause Dunpipe kam. Und schaute natürlich sofort nach. Und fand diese Pfeife auch. Und fand sogar noch eine zweite Pfeife. Beide vom gleichen Pfeifenmacher. Was soll ich euch sagen? Ich rief bei Dunpipe an und fragte, ob ich diese Pfeifen, ob diese Pfeifen noch zu haben wären. Ich wollte sie mir dann bestellen und bekam dann leider die Auskunft, dass diese Pfeifen im Moment nicht vorrätig werden. Ja, was kein großes Problem war. Ich sagte dann, ich würde mir die gerne reservieren lassen, wenn sie wieder verfügbar wären. Und sagte mir, das wäre überhaupt kein Problem und man würde sich melden. Jetzt habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran gedacht. Und vor dem Wochenende noch erreichte mich ein sehr netter Anruf von Dunpipe und man sagte mir, dass diese Pfeifen wieder vorrätig werden und ob man sie mir zuschicken soll. Jetzt habe ich ja in meinem Video gesagt, was ich tun werde für Loma nächstes Jahr, ist sparen, sparen, sparen. Ja, ihr wisst ja, wie das ist. Tja, was soll ich euch sagen? Kurzerhand, nicht lange überlegt, habe ich gesagt, okay, schickt mir diese Pfeifen zu. Und was soll ich euch sagen? Am nächsten Morgen, man überlege sich mal die Geschwindigkeit, das geht also wirklich ruckzuck bei Dunpipe. Natürlich, wenn kein Stress vorhanden ist, das muss man immer dabei sagen. Ich denke mal, so um die Weihnachtszeit und so wird man auch ein bisschen länger warten müssen, was aber durchaus verständlich ist. Am nächsten Morgen klingelte also der liebe Mann mit den schriftlichen Kommunikationsteilen, sprich der Briefträger oder Postbote, ist egal, ist bei uns eins dasselbe. Ja, hatte so ein kleines Paket in der Hand und sagte, ja, das ist wohl für Sie. Ich sage, ja. Ich unterschrieb und wusste natürlich genau, was da drin war. Es waren zwei Pfeifen. Und zwar sind es zwei Pfeifen von Jirsa. Es sind die bekannten, berühmt-berüchtigten zwei kleinen Jirsa-Pfeifen. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Schön rustiziert, so wie ich es mag hier vorne. Schön abgesetzt, kurzes Mundstück, sieht einfach klasse aus. Sie lässt sich wunderbar rauchen, einwandfrei. Und ich glaube auch kaum, dass man
da irgendwelche Probleme hätte. Ganz, ganz tolle Pfeife. Ja, und die zweite, natürlich auch eine Hirse. Und zwar dieser kleine Knubbel. Und dieser kleine Knubbel war eigentlich der ausschlaggebende Gegenstand des Videos, der mich dazu verleitet hat, diese Pfeife zu bestellen. Schön hier vorne mit dieser Applikation. Ganz toll gemacht. Einwandfrei. Schön rustiziert, so wie ich es mag. Ganz, ganz tolle Pfeife. Auch die lässt sich ganz klasse rauchen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ein Handschmeichler auch wunderbar. Liegt einwandfrei, toll in der Hand. Da kann man nicht meckern. Tja. Und die bleibt auch wirklich richtig kalt. Das ist egal, wie man da zieht. Die wird nicht heiß. Nein, das ist einfach nur genial. Ja, so viel dazu. Wie schon gesagt, ganz kurzes Video mal zwischendurch. Wollte ich nur mal schnell vorgestellt haben. Diese zwei neuen Errungenschaften. Ja, eine Pfeifenwand habe ich schon. Passen 15 Pfeifen drauf. Die zweite Pfeifenwand wird nächste Woche in Angriff genommen. Da kommen die nächsten 15 Pfeifen drauf. Ja, und dann kann ich mir so langsam Gedanken über meine dritte Wand machen. Gut, gut, ich weiß. Es gibt den einen oder anderen, ich möchte da jetzt keine Namen nennen. Die sind noch weiter als 100 oder 200 Pfeifen, um Gottes Willen. Aber das dauert noch, das dauert noch. Und naja, man muss ja auch den Platz dafür haben. Jo, das soll's eigentlich im Grunde genommen schon gewesen sein. Meine zwei neuen Yirsa-Pfeifen. Einfach nur ganz toll. Lassen sich super rauchen. Liegen gut in der Hand. Sind einfach wunderbar. Ich bin froh, dass ich sie habe. Und ich denke mal, dass es das jetzt erstmal gewesen ist. Für neue Pfeifen, denke ich mal. Aber was weiß ich heute schon, was morgen sein wird, das kann man nicht wissen. In diesem Sinne wünsche ich euch mit eurer Lieblingspfeife und eurem Lieblingstabak immer eine schöne Zeit mit vollem Genuss. Wünsche euch noch einen schönen Rest, Sonntagabend oder wann immer ihr das Video auch schaut. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Thomas.